Gas. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole, sofort anhalten! Scheiße! Auto abzuschießen? Am Auto. Hallo Owen, schönen guten Abend. Haben Sie abgehängt? Ich hab meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Er ist kein Jeep. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheiße. Los hijos de su chingada madre! Ui, Action! Das war der erste Tag nach dem Urlaub. Wir hätten uns fast erwischt! Zum Glück besser als erwartet. Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Beruhig dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen. Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der Amente Ridiculo. Und was jetzt? Ich könnte dich dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen? Oder wickeln wir das jetzt ab? Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Du hast mich reingelegt. Tut mir echt leid, gegen den Ehrenkodex von Schmugglern verstoßen zu haben. Jetzt? Und? Was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Glaub nicht, dass der Empfänger sich freut, wenn das Paket geöffnet ist. Bringt normalerweise Ärger. Scheiß auf den Empfänger. Manchmal muss man für sich selbst arbeiten. Ohne Kommission und Mittelmann. Und ich muss wissen, was ich anzubieten habe, wenn ich einen neuen Käufer finden will. Das geht doch schief. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Der lebt doch nicht mehr, oder?
Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partnerin. Halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Du hast doch bestimmt was für uns, oder? Nette Praxis, ja, in den Badlands, oder wie das heißt, ist es halt so. Dauert das lange? Hab keine Pläne. Mensch. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Oh, die warten sicher schon auf dich, hm? Nein. Wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partnerin. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Ah, das meinst du doch nicht wirklich, Chica. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Ein Leguan kann fauchen? Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann auch nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hab ne Wohnung. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie es besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Okay, wir machen jetzt Tutorial. In diesem Spiel ist ein bisschen das Problem, dass die ganze Zeit reden und ich nicht so viel zum Reden komme. Aber nochmal. Hallo Julia und hallo Owen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag. Und ja. Genießt jetzt euren Feierabend. Hier, Tutorial. Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren.
Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Für Montag war es okay, morgens entspannt. Nur nachmittags war dann ein bisschen anstrengend. Aber war schon mal schlimmer. Ja, dann, das klingt doch gut. Ich bin tatsächlich sehr müde heute. Was ist? Wollen wir? Aber wir spielen jetzt noch ein bisschen Night City. Cyberpunk, meine ich. Heute ist, glaube ich, eh eher so Tutorial-mäßig. Erstmal die ersten Stunden. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Ja, ich wollte gerade ducken. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Was, Reanimator? Ich bin ja nicht tot, ich bin verletzt. Das nächste Spiel, wo die Leute fluchen. Ja, das habe ich nicht bedacht. Aber hier ist die Sprache auch ein bisschen derber, auf jeden Fall. Aber müssen wir jetzt durch. Wenn du ein Verbrauchsgut einsammelst, wird es automatisch einem leeren Quickslot deines Inventars zugefügt. Verbrauchsgüter wie Granaten, Gesundheitsitems haben Ladungen und können benutzt werden, solange noch Ladungen verfügbar sind. Die Anzahl der Ladungen wird durch eine Zahl auf dem Symbol des Items angezeigt. Im Laufe der Zeit werden Ladungen wiederhergestellt. Verletzt bringt das nichts. Und die hetzen hier in diesem Spiel genauso. Wie Bagley. Okay, wir haben 2 Heilungen. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, wie. Ich duck mich doch. Kopfschuss und hat irgendwie so 2 HP abgezogen. Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Ja, genau das Spiel ist das, Julia. Es kam aber jetzt vor ein paar Tagen Version 2.0 raus. Also es wurde nochmal alles Mögliche gefixt. Die Entwickler haben wohl gesagt, das ist jetzt das Spiel, was eigentlich vor 3 Jahren hätte rauskommen sollen. Das heißt, ich habe Hoffnung. Zurück zum Training, Rekruten. Also wir spielen jetzt quasi die aktuellste Version. Ja. Ich hoffe, wird gut. Bleibt gut. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Hacken? Wir sind jetzt Gärtner. Halte Tab gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Gefahren sind rot. Was war jetzt gelb? Keine Ahnung, grün. Also Geräte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Interaktive Objekte werden blau. Gefahren rot. Wir hacken jetzt weiter, wie in Watch Dogs. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Kann ich jetzt Tab loslassen? Nee. Jetzt ist der Text weg!
Ah, okay. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick-Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutzt du den Quick-Hack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken? Benutze den. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick-Hacks durchgehen. Ach, F ist... Konzernmords. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. So ist es fast. Fast. Ja, das war nicht leise. War zu langsam. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernmords. Stil vor Substanz. Gut. Was ist denn die Taste? Ach, F. Nicht schlimm. Gleich nochmal. Stand die ganze Zeit unten da, das F. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernmords. Stil vor Substanz. Gut. Ist das ja dein Ernst? Komm schon, du kannst das. Er hört mich doch, sobald ich an dem ran bin. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernmords. Stil vor Substanz. Ich hab F gedrückt. Jetzt schalte ihn leise ab. Nicht schlimm. Gleich nochmal. Okay. Tutorial läuft schon mal super. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernmords. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay, Mülltonne. Hier F. Okay. Kein Problem. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Oh. Zünde die Granate. Was? Was für eine Granate? Hä? Manche Geräte können direkt über eine eigene Benutzeroberfläche namens Breach-Protokoll gehackt werden. Dadurch kannst du neue Informationen, Vorteile und Ressourcen erhalten. Gott. Too much information. Verlinken. Was ist? Zum Hacken eines Netzwerks musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. What? Das Breach-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Die Auswahl eines Zeichens aus der aktiven Zeile aktiviert dann die dazugehörige Spalte. Ihr wechselt dann wieder die Zeile. Okay. Wenn es dir misslingt, versuche es einfach wann anders noch einmal. Misserfolge haben keine Nachteile für dich. Das ist sehr nett. Jetzt? Siehst du. Fertig. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Außerhalb von diesem Trick.
Training brauchst du ein Cyberdeck mit darauf installierten Programm, um Quick Hacks benutzen zu können. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Ne, lass mal noch ein bisschen trainieren. Auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Hiermit hast du das Basis-Tutorial abgeschlossen. Interagiere mit der Tür, um die Simulation zu verlassen. Oder stöbere in den optionalen Tutorials, um mehr über andere Bereiche des Gameplays zu erfahren. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir jetzt ein bisschen üben. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Achso, und drücke. Ah. Okay. Guckt ihr in meine Richtung? Nee, ne? Woran erkenne ich denn, ob der in meine Richtung... Ah, da oben. Okay, ich sehe es auf der Minimap. Die Frage ist... Dreht der sich da auch mal weg? Ach so, er tritt den Trainingsbereich, bin noch nicht mal drin. Trittst du das Sichtfeld eines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige. Gleichzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Ja, da muss der aber mal weggucken. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Ja, aber... Der dreht sich ja nicht weg. Achso, ich muss wahrscheinlich einfach schnell rübergehen, oder? Hier sieht er mich doch auch. Nein! Nicht schlimm. Gleich nochmal. Wie soll ich das denn machen, ne? In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Also hier kann ich ja nicht rum. So. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Er sieht mich ja jetzt hoffentlich nicht, wenn er zurückläuft. Nicht vorsagen, Owen. Das war eher laut gedacht als um Hilfe gefragt. Na, kommt der jetzt nochmal zurück, oder nicht? Bleibt der jetzt da stehen? Ah.
Sauber. Weiter zum nächsten Bereich. Okay, er ist wieder hacken. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Feindliche Kameras haben orangefarbene Scannerstrahlen. Verbündete haben grüne. Das ist doch rot. Sightseeing oder was? Die Kamera war einfacher. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So kommst du raus. Okay. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Gut. Achso, war auch nur geraten. Okay. Ja, ich weiß, es ist halt gefährlich. Ich spiele das halt jetzt zum ersten Mal. Viele, die es aktuell streamen, spielen es halt schon zum, weiß nicht, zweiten, dritten Mal. Was ist? Wollen wir? Und es ist natürlich gefährlich, was auch so Spoiler angeht. Gerade wenn man halt als Streamer ja logischerweise versucht, laut zu denken, damit die Zuschauer was teilhaben können, besteht halt natürlich die Gefahr, dass Leute dann einfach antworten. Und aus meiner laut gedachten Frage für mich einfach ein Spoiler wurde. Oder so. Okay, aber wenn du auch nur geraten hast, okay. Fortgeschrittener Kampf. Weiß zwar nicht, ob ich das hinbekomme, aber wir probieren's. Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert mit den Tastenkombis. Für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Weil die doch anders sind als bei Watch Dogs. Und es ist tatsächlich, ich habe das nicht bedacht. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ich jetzt hier anders hacke als bei Watch Dogs. Nein, wenn ich jetzt weiß, dass du es ja noch nicht gespielt hast, dann ist das ja was anderes. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe das schon dreimal gespielt. Und wenn ich dann halt für mich selber denke oder und das halt dann laut ausspreche, jetzt kommt hier bestimmt gleich das Kampftutorial und dann halt einfach ein Nein im Chat steht, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber wenn du es ja selber nicht kennst, ist es ja nur mit geraten quasi, was du ja geschrieben hast.